Die Corona-Warn-App Dauerrot. Das System meldet erhöhtes Risiko. Aber hat man sich nun mit dem Virus angesteckt oder nicht? Um diese Frage zu beantworten, stehen hier viele Stunden lang an. Sie wollen Gewissheit via PCR-Test. Ich bin Lehrer und deshalb ist es bei mir natürlich doppelt wichtig, dass ich das jetzt schnell abkläre. Meine Corona-Warn-App explodiert. Dann wollten wir, um sicher zu sein, lieber noch mal einen PCR-Test machen. Und den gibt's mittlerweile kostenlos. Voraussetzung, die Corona-Warn-App zeigt ein erhöhtes Risiko. Ein Schnell- oder Selbsttest ist positiv, auch wenn man keine Symptome hat. Oder man ist Kontaktperson von einem Infizierten. Auch hier im Testzentrum in Hamburg wird fleißig gegurgelt. Die Nachfrage nach kostenlosen PCR-Tests nimmt täglich zu. Wir würden es uns sehr wünschen, weil alle Labore im Moment in Deutschland sehr voll sind, wenn die Menschen, wenn sie eine Corona-Warn-App, eine rote Kachel dort sehen, erstmal einen Schnelltest machen. Denn das maximale Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite sorgt für maximale Auslastung auf der anderen. Bleibt die Testnachfrage so hoch wie jetzt, drohen die Labore über kurz oder lang an ihre Kapazitätsgrenzen zu kommen. Wenn das der Fall ist, wird man PCR-Teste priorisieren müssen, und zwar dann im Wesentlichen für die Menschen, bei denen ein PCR-Test zur Freitestung aus der Quarantäne notwendig ist, damit sie in ihren Beruf zurückkehren können. Heißt Vorrang für Menschen, die die kritische Infrastruktur am Laufen halten. Systemrelevante Berufe, zum Beispiel das Personal im Gesundheitswesen.